jahrelange Theorien über die, also theoretische Anleitungen für den fürsorglichen Überwachungsstaat bekommen haben, bekommen wir heute mal die praktischen Tipps. Und zwar von Alexander und Kirsten. Und ja, mehr brauche ich eigentlich nicht zu sagen. Ne? Ja. Bitte. Danke. Ja, hi. Also heute wollen wir euch eine praktische Anleitung für den perfekten Überwachungsstaat geben mit Tipps und Tricks. Und wir listen einfach ein paar Punkte auf, die absolut notwendig ist und sagen euch, auf welche man eher verzichten kann. Und ja, im Gegensatz zu dem, was ihr jetzt denken mögt, ist es nicht unser Ziel, irgendwie Freiheit einzuschränken, sondern wir wollen Sicherheit, Effizienz, Kontrolle und den Fortschritt unserer Gesellschaft sichern. Wir wollen euch auch keine Anleitung für einen totalitären Staat geben, sondern in der schwierigen Umgebung der Demokratie arbeiten. Und wir wissen auch klar, absolute Sicherheit gibt es nicht, ist eine Utopie. Aber wie wir euch jetzt zeigen werden, kann man vieles machen, um sich wenigstens ein bisschen anzunähern. Also es wird schwierig sein, euch in einer halben Stunde jetzt eine komplette Anleitung zu geben. Deswegen nur der Überblick über das Wichtigste. Zum Aufbau des Talks erst ein paar grundlegende Prinzipien, dann praktische Tipps, welche Mittel man wo verwenden kann in drei oder vier Bereichen. Und dann zuletzt einen Überblick darüber, was wir alle schon erreicht haben in der EU. Okay, dann reden wir zuerst über die Grundsätze, eben ganz wichtige Leitlinien, was eingehalten werden muss, um eben diesen perfekten Überwachungsstaat aufzubauen. Das erste ist natürlich, dass wir jede Gelegenheit, die uns bietet, um diesen Überwachungsstaat umzusetzen, auch nutzen müssen. Wir müssen möglichst intransparent agieren oder, wenn das nicht möglich ist, zumindest so weit agieren, dass wir Entscheidungsprozesse möglichst kompliziert machen oder dass wir Beteiligung halt möglichst einschränken, also dass wir Entscheidungen relativ zügig durchsetzen, sodass sie halt nicht wirklich kritisiert werden können. Dann müssen wir mit den Medien gut umgehen können. Also wir brauchen eine sehr gute Medienstrategie. Wir müssen den sehr bekannten Post-Privacy-Ansatz weiter fördern und stärken. Und wir müssen das Prinzip der Gleichheit einhalten. Das bedeutet, dass wir jeden Bürger gleich behandeln müssen. Also das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass wir jeden für verdächtig erklären, aber es bedeutet, dass wir jeden gleich überwachen müssen. Denn wir wissen ja nicht, was die Leute so vorhaben. Wir müssen unbedingt dezentrale Infrastrukturen vermeiden. Also wir brauchen zentralisierte Systeme, möglichst großflächig, also am besten weltweit oder wenn das nicht geht in der EU oder wenn das nicht geht, dann eben auf nationaler Ebene, aber eben so zentral wie möglich. Und wir müssen die Datenverfügbarkeit absichern. Das bedeutet, wir müssen halt natürlich Daten A sammeln und B den Zugriff darauf gewährleisten. Ja, also das Wichtigste ist erstmal die öffentliche Meinung zu gestalten und hinter sich zu bringen, weil sonst gibt es halt so Katastrophen wie ACTA letztes Jahr, Proteste und so weiter und so fort. Deswegen also nutzt jede Gelegenheit, um Überwachungsmaßnahmen durchzusetzen. Dabei lassen sich, wie Alex gerade sagte, halt Ereignisse gut ausschlachten, wie 9/11 oder kürzlich Boston. Oder auch die Anschläge in London lassen sich politisch, aber auch in der öffentlichen Debatte halt gut nutzen. Und Innenminister Friedrich hat das ja kürzlich ziemlich gut gemacht und hat nach Boston sofort den Ausbau von Videoüberwachung gefördert und lobenswert die Mittel im Haushalt 2014 dafür gesichert. Also Krisen sind immer eine Chance. Das ist dann auch für unsere langfristige Planung wertvoll. Weil sobald erstmal eine Maßnahme Anwendung findet, kann man sich die halt für alles Weitere dann nutzen. Im Kampf gegen Kindesmissbrauch zum Beispiel lassen sich diverse Filter- oder Überwachungstechnologien durchsetzen. Kanada und Großbritannien, die machen das schon ganz gut. Da gibt es eine Netzwerküberwachung, die heißt CleanFeed-Technologie. Und die wurde zunächst nur benutzt, um Darstellung von Kindesmissbrauch dagegen vorzugehen. Mittlerweile wird das aber ziemlich gut benutzt, um effizient die Netzwerke zu überwachen und zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen zu verfolgen. Ja, und später kann man dann diese Überwachungsmaßnahme ganz gut für alle weiteren kleineren Delikte und so nutzen. Ja,
Jetzt geht es um die öffentliche Meinung, also wie können wir eben die Öffentlichkeit, die ja teilweise uns doch sehr kritisch gewogen ist, auf unsere Seite ziehen. Auch hier wieder eben jede Gelegenheit zu nutzen, das ist ganz wichtig, eben die Themenführerschaft übernehmen, also dass wir zum Beispiel Themen exklusiv zum Beispiel behandeln, also dass wir Themen zum Beispiel exklusiv an Medien geben, wenn wir zum Beispiel internationale Verträge aushandeln, die sind ja meistens eben nicht öffentlich und dass wir diese Vertragsergebnisse, die wir erzielt haben, zum Beispiel exklusiv an ein Leitmedium geben und dann halt eben damit relativ einfach und leicht halt auch unsere Botschaften da platzieren können. Das kann man eben jetzt auch mit eben, und die Medien haben wir das jetzt genannt, also wir müssen halt sehr, sehr gute, ausgewiefte Medienstrategie haben, um eben unsere Botschaften unterzubringen und unsere Kritiker in... Berlusconi TV, ne? Berlusconi TV, genau, ja, das gehört eben auch dazu. Also wir können auch so weit gehen, dass wir eben die Medien am besten uns selbst gehören dann am Ende. Und wir brauchen eben unbedingt diese Deutungshoheit. Also das ist halt das, eigentlich das Zentralste an dem Ganzen. Man kann das halt eben sehr, sehr gut auch mit Begrifflichkeiten machen. Wir kennen aus Deutschland den Begriff zum Beispiel der Videoüberwachung. Das finde ich jetzt halt wenig gelungen. Also da sollte man sich zum Beispiel an den Franzosen orientieren, die das Ganze Videoprotektion nennen. Das ist natürlich ein sehr viel schönerer Begriff, um eben darauf aufmerksam zu machen, was wir eigentlich wollen, nämlich für Sicherheit zu sorgen. Wir wollen ja niemanden jetzt im engeren Sinne überwachen, sondern wir wollen halt eben tatsächlich für Sicherheit und Schutz sorgen. Genau, und AstroTurfing ist auch ein weiteres wichtiges Mittel. Also das ist eigentlich das, was wir hier machen, einfach mal zu so Kongressen wie diesen hier fahren und vor so Leuten wie euch vortragen. Und das ist, also wie vieles Gute kommt auch das aus den USA. Und AstroTurfing ist halt quasi Meinungsbildung von unten. Ein Beispiel ist es zum Beispiel, sich als unabhängige Bürgerinitiative zu tarnen und UBO zu spielen. In sozialen Medien kann man Follower und Freunde kaufen oder man kann sich halt direkt Leute anstellen, die in viel gelesenen Blogs wie netzpolitik.org Kommentare hinterlassen. Allerdings einen guten Rat hierbei, ihr müsst euch schlauer anstellen als die FDP. Die wurden nämlich vor ein paar Jahren dabei ertappt, wie sie bei den Ruhrbaronen FDP-freundliche Kommentare hinterlassen haben. Ja, und dann muss man natürlich auch das Ganze zu einem vielleicht spielerischen Element entwickeln. Also es muss natürlich auch irgendwie Spaß machen für die Leute, an der Überwachung teilzunehmen. Das haben wir jetzt als Gamification halt sozusagen genannt. Also ein sehr schönes Beispiel dafür ist eben Foursquare, also wo die Leute halt einfach die ganze Zeit ihre Bewegungsdaten bzw. Standortdaten übermitteln. Das ist natürlich für uns ein sehr schönes Tool, was wir natürlich auch unbedingt nutzen wollen. Natürlich brauchen wir dann halt noch die Schnittstellen, aber wichtig ist, dass die Leute erstmal überhaupt den Spaß haben, daran halt irgendwie ihre ganzen Daten zur Verfügung zu stellen. Das ist halt für uns eben sehr, sehr nützlich und sowas muss natürlich unbedingt gefördert werden. Eine zweite wichtige Sache ist auch noch das Crowdsourcing. Also wir kennen das eben zum Beispiel bei Videoüberwachungsanlagen, wenn man durch die Stadt läuft, es sind einfach so viele Videokameras da, dass wir gar nicht die Chance haben, die halt irgendwie auszuwerten. Das bedeutet, wir müssen halt hier eben auf andere Mittel zurückgreifen, auf die Crowd. Und da gibt es eben auch zwei sehr schöne Beispiele. Das eine ist, beide kommen aus Großbritannien, das eine ist eben Internet Eyes. Da kann man eben sich in private Videoüberwachungsanlagen einloggen, dann kann man eben die Leute, also dann ist man zum Beispiel in irgendeinem Shop und guckt da halt in diese Videoüberwachungsanlage da rein und kann eben schauen, ob irgendjemand da gerade irgendwas klaut zum Beispiel. Und wenn man dann jemanden dabei entdeckt hat, wie jemand was klaut, dann kann man das eben melden und dann wird am Ende des Monats halt der beste Überwacher sozusagen gekürt, kriegt dafür irgendwie einen kleinen Preis von, ich glaube, 100, was haben die da? Also Euro sind es nicht, aber also man kriegt halt auf jeden Fall, ja Pfund, genau, man kriegt auf jeden Fall einen Preis dafür, das ist halt sehr schön und so kann man eben auch dieses, die Überwachung halt eben an die Crowd auslagern. Das zweite Beispiel ist eben Facewatch, was nach diesen UK Riots damals programmiert wurde, wo eben die Leute, die damals plündern durch die Straßen gezogen sind, Fotos von denen gemacht wurden und in dieser App zur Verfügung gestellt wurden und wenn irgendjemand diese Person kennt, konnte sie dann einfach direkt melden und sagen, ja, also das ist hier mein Kumpel sowieso, der war das auf jeden Fall. Und damit kann man natürlich eben die Crowd mit einbinden über die Wachung und in die Überwachung. Und die hat natürlich auch dann Spaß dabei. Das sind halt eben zwei schöne Sachen. Ja, öffentliche Meinung hinter sich bringen ist nicht alles. Man kann natürlich als Regierung ziemlich viel im öffentlichen Bereich auch machen.
Wie gesagt, also wir haben jetzt nur eine halbe Stunde, deswegen nur einige Beispiele. Zu den wichtigsten Punkten gehört halt Gesetze verabschieden und Gesetze verbessern oder nachbessern, wie zum Beispiel die Datenschutzverordnung. Dann gibt es so lustige Sachen wie Online-Durchsuchungen, dann Nachrichtendienste und Polizeibehörden stärken, weil die müssen natürlich auch alle trainiert werden und ne, State-of-the-Art-Material zur Verfügung haben. Dann ist noch ganz wichtig, hat Alex auch eben schon mal erzählt, keine dezentralen Infrastrukturen. Zentralisierte Strukturen sind einfach praktischer und besser zur Überwachung. Und dann natürlich noch den Datenaustausch fördern. Also ein gutes Ziel wäre zum Beispiel ein zentralisiertes Command-and-Control-Datenzentrum aus einer dezentralisierten und privaten Infrastruktur zu bauen. Ja, und dann ist natürlich, um das jetzt mal ein bisschen präziser zu machen, also es passiert ein Terroranschlag oder ein vermeintlicher Terroranschlag und dann muss man natürlich auch mit irgendwas reagieren können. Und es macht natürlich keinen Sinn, dass wenn jetzt der Terroranschlag passiert und man sagt dann so, oh, das ist jetzt ein Riesenproblem für uns, was machen wir denn da? Und dann halt monatelang überlegt, diskutiert und dann halt irgendein Gesetz durchführt. Das dauert einfach viel zu lange, die Kritiker kommen viel zu früh auf den Plan. Also wir brauchen halt Pläne, die schon in der Schublade einfach zur Verfügung stehen, die wir dann halt einfach rausziehen und sagen, jetzt ist der Terroranschlag passiert, einen Tag später Gesetzesänderungsvorschlag und im optimalen Fall halt vielleicht in der nächsten Woche schon halt einfach durch den Bundestag durchgepeitscht oder durch die entsprechenden jeweiligen Parlamente, durch die das dann durch muss. Also es braucht halt einfach so eine gewisse Schubladenpolitik, vielleicht um das so zu nennen, dass man einfach sehr schnell auf solche Anschläge oder wie auch immer Katastrophen reagieren kann. Und das haben wir jetzt ein paar Beispiele aufgezeigt. Also der Otto-Katalog war eben sehr bekannt, eben 2001 nach den Anschlägen, also mit dem Sicherheitspaket 1 und 2, mit diesen Antiterror-Gesetzgebungen, die eben wie gesagt durch Otto Schily damals als Innenminister in Deutschland durchgesetzt wurden, deswegen auch der Otto-Katalog. Das waren ungefähr um die 100 Gesetzesänderungen nur 2001, das ist ein super Ding gewesen, also da wusste man einfach, das war schon alles vorbereitet, man hat einfach nur auf den Moment gewartet, um das durchzusetzen, es ist also 1a gelaufen. Auch sehr schön gelaufen ist die Vorratsdatenspeicherung. Also hier hat man eben den Umweg über die EU gewählt, sehr praktisch, also es wird damals relativ intransparent halt alles verhandelt, da gab es noch nicht die große Aufmerksamkeit und ruckzuck musste das dann halt eben in den jeweiligen nationalen Staaten durchgesetzt werden. Jetzt gerade eben erst in Deutschland die Bestandsdatenauskunft und was wir natürlich jetzt halt unbedingt noch brauchen oder wo wir halt viel, viel mehr machen müssen, ist eben diese Anonymität zu verhindern und Verschlüsselungstechniken zu verbieten. Also da brauchen wir halt irgendwie auf jeden Fall noch Fortschritte. Und wir müssen auf jeden Fall mit Whistleblowing besser umgehen. Also natürlich haben wir jetzt den Fall mit WikiLeaks gehabt. Die Reaktion darauf war sehr, sehr gut. Also es hat alles sehr gut geklappt. Also dass dann eben mit Mastercard und PayPal die Daten relativ zügig zur Verfügung gestellt wurden, dass man eben da auch Drohgebärden aufgebaut hat. Also dass man jetzt eben im Grunde künftigen Whistleblowern das Leben ein bisschen schwer gemacht hat oder zumindest gezeigt hat, dass wir die Kapazitäten haben, relativ zügig zurückzuschlagen. Allerdings wäre es natürlich für uns im Optimalfall so, dass erstmal sowas überhaupt gar nicht erst aufkommt, so eine obskure Plattform. Und natürlich müssen wir dann an sowas wie im EU Patriot Act mal arbeiten. Also das ist eben so, die Amerikaner haben das schon relativ gut gemacht mit ihrem Patriot Act, eben, dass eben zum Beispiel auf sämtliche privaten Server, die in den Vereinigten Staaten stehen, einfach komplett zugegriffen werden kann. Sowas brauchen wir natürlich auch umgehend auf EU-Ebene, dass wir jetzt nicht immer auf den Datenaustausch mit den Amerikanern angewiesen sind, sondern eben die Kapazitäten selbst erschließen können. Ja, also man kann natürlich nicht nur seine eigenen Gesetze verabschieden, sondern muss manchmal auch ein bisschen nachbessern, wie es jetzt bei der EU-Datenschutzverordnung der Fall ist. Und ja, es ist halt manchmal der Fall, dass Gesetze der Privatsphäre viel zu viel Gewicht beimessen. Und weil die Datenschutzverordnung ist halt die Gefahr, dass uns das massiv den Datenaustausch und die ungehinderte Erfassung erschwert. Und hiergegen kann man vorgehen, indem man ganz einfach seine Freunde in der Wirtschaft anruft und einen Lobbysturm lostritt, wie das gerade in Brüssel der Fall ist. Vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrise kann man dann immer gut mit dem Argument winken, wenn wir hier zu viele Auflagen haben, dann gehen ganz viele Jobs verloren.
Und hier muss man dann schauen, dass man durch möglichst vage Begriffe und Rechtslücken sich die Möglichkeit sichert, weiter ungehindert Daten zu verarbeiten und zu sammeln. Ein weiteres Beispiel, wo ausgebessert werden kann, ist beim Ausbau der EU-Agenturen, die so schwer wie möglich kontrollierbar sein sollten, wie zum Beispiel Europol, Frontex und jetzt vor kurzem erst ganz neu EU-LISA. Und diese Agenturen organisieren halt den innereuropäischen Datenaustausch und hierdurch schafft man dann gleichzeitig auch komplett neue Stakeholder, die mitdiskutieren können und mitentscheiden können. Und zusätzlich zu dem, was sich im gesetzlichen Rahmen machen lässt, kann man auch noch weitere Dinge in Angriff nehmen, die sich vielleicht ein bisschen mehr in Graubereichen befinden, wie zum Beispiel die Online-Durchsuchung. Das ist ein wichtiges Tool zur Identifizierung von verdächtigen Personen. Und in Großbritannien gibt es zum Beispiel ein tolles Programm der Geheimdienste, das ist noch in Planung, glaube ich, die in Netzwerken und auf Servern der Provider halt direkt sogenannte Blackboxes installieren wollen, um den ganzen Verkehr wie Skype, soziale Netzwerke und E-Mail-Verkehr loggen zu können. In Deutschland können wir ja aufgrund der Quellen-TKÜ Trojaner einsetzen und 2011 ist das Thema leider ein wenig zu sehr in die Öffentlichkeit geraten, als der Staatstrojaner halt vom CCC veröffentlicht wurde. Allerdings wissen wir, dass es ziemlich unmöglich ist, zurzeit noch halt mit automatisierten Verfahren wirklich relevante Abschnitte aus den Daten zu erkennen. Aber da sagen wir einfach nur, wir erheben jetzt und später kann man dann immer noch auswerten. Ja. Also in naher Zukunft werden wir das schon irgendwie automatisieren können. Und dann ebenfalls 2011 wurde ein weiteres Programm bekannt, der sogenannte Finfisher von der deutsch-britischen Firma Gamma. Anfangs nutzte Finfisher halt eine Sicherheitslücke in iTunes und konnte über Updates auf Rechnern installiert werden. Apple hatte es netterweise 3 Jahre lang verpennt, die Sicherheitslücke zu patchen. Und so Dinger wie Finfisher sind natürlich auch super für die Wirtschaft. Diese Überwachungssoftware made in Germany konnten wir mittlerweile in 36 Staaten exportieren, zum Beispiel nach Ungarn, in die Türkei, Rumänien. Und wir gratulieren natürlich auch der deutschen Regierung zum offiziellen Erwerb der Software. Hey! Ja. Ein weiteres wichtiges Mittel, um eben den Sicherheitsstaat aufzubauen, durchzusetzen, ist die Forschung. Da ist natürlich vor allen Dingen die EU-Forschung hervorzuheben, durch das Rahmenforschungsprogramm. Das ist immer ein Programm, was für 6 Jahre angelegt ist. Das derzeit laufende Programm läuft eben von 2007 bis 2013, heißt FP7. Hier wurde erstmals ein Sicherheitsforschungsbereich eingeführt mit einem Budget von 1,4 Milliarden Euro. Das ist natürlich ein sehr erfreulicher Schritt gewesen und es ist davon auszugehen, die Verhandlungen laufen derzeit noch, aber für das nachfolgende Forschungsprogramm Horizon 2020, dass da eben mit einer Verdreifachung des Budgets zu rechnen ist in diesem Sicherheitsforschungsbereich, was natürlich auch sehr positiv ist. Das führt zum einen dazu, dass wir halt die Sicherheitsindustrie stärken, das führt zum anderen dazu, dass wir natürlich neue Kapazitäten haben, um einfach eben dann die riesigen Datenberge, auf denen wir dann sitzen, halt auch entsprechend auszuwerten oder andere Maßnahmen einfach zu erschließen, auch also einfach größere technische Schwierigkeiten zu lösen. Ganz gut oder sehr positiv, was sich da immer anbietet, sind eben Grenzschutzprojekte. Da kann man ein bisschen auch wieder über den Umweg eben diese Intransparenz spielen. Also wir kennen eben Drohnen oder wie dann eben die Drohnen mit irgendwelchen anderen Gerätschaften kommunizieren. Überhaupt wie man kommuniziert, wie man Kommunikation abfängt, wie man großflächige Gebiete überwacht, ohne da jetzt irgendwie an jeden Kilometer irgendwie ein Mensch hinzustellen. Also das sind halt eben sehr, sehr schöne Beispiele. Ein anderes sehr schönes EU-Forschungsprojekt ist ADAPT. Das hat sich eben ausschließlich damit beschäftigt, abnormales Verhalten von Personen, also von größeren Personengruppen, zu erforschen. Und das ist natürlich auch sehr positiv. Also ich meine, dann kann man dann eben vor allen Dingen bei Großereignissen oder auf größeren Plätzen, die einfach schwer zu überwachen sind, natürlich eben auch auf die entsprechende Technik zurückgreifen.
Das ist natürlich immer alles sehr teuer, sowas zu erforschen, weil wir kennen es natürlich jetzt von Finn Fischer, wie es die Kirsten eben schon gerade eben gemeint hat, dass das bestimmte Firmen einfach machen. Allerdings ist für die ja dann auch immer so ein Risiko damit verbunden, dass halt so eine Forschung auch einfach mal nach hinten losgehen kann, dass jemand anderes schneller ist oder wie auch immer. Und deswegen müssen wir halt auch einfach mit auf jeden Fall EU-Forschungsgeldern, aber auch eben mit nationalen Forschungsgeldern die entsprechende Industrie auf jeden Fall unterstützen und dass wir da einfach eigene Kapazitäten erschließen. Genau, und das ist immer noch nicht alles, weil im Bereich der Privatwirtschaft lässt sich auch noch so einiges machen. Und ja, für uns als demokratische Regierung oder generell in der EU gibt es mehrere Herausforderungen. Wir haben leider die Grundrechtecharta, die Menschenrechtskonvention und das Rechtsstaatsprinzip. Aber die Lösung ist halt, sich einfach diejenigen zu suchen, die nicht direkt an die Charta und die Konvention gebunden sind, so wie zum Beispiel die Privatwirtschaft. Also es ist super wertvoll, mit dem privaten Sektor zu kooperieren und einfach Maßnahmen von Unternehmen durchführen zu lassen, um lästige Hürden zu umgehen. Joe McNamee hat das heute Nachmittag schon mal auf Englisch erzählt. Konkret kann man im digitalen Bereich zum Beispiel Zugangs- und Dienstanbieter die Überwachung übernehmen lassen. Super nützlich sind auch allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen. Und hier kann man dann halt Unternehmen ermuntern, so vage wie diese so vage wie möglich zu halten. Facebook ist hier unser Musterbeispiel. Bei Facebook räumt sich bei undefinierten anderen Anfragen ein, alle Informationen von euch einfach, solange sie im guten Glauben der Meinung sind, dass es schon irgendwie seine Richtigkeit hat, und darüber werdet ihr dann noch nicht mal informiert. Also für uns sind das die perfekten Nutzungsbedingungen. Und ja, im Gegenzug dafür, dass uns die Unternehmen freiwillig helfen, kann man als Regierung dann den Unternehmen rechtliche Immunität und Haftungsausschluss versprechen. Die US-Regierung hatte genau das mit dem Stop Online Piracy Act, also SOPA, vor. Der Gesetzentwurf scheiterte dann aber aufgrund der Proteste aus der Bevölkerung. Und ja, ein Beispiel, wo privatisierte Rechtsdurchsetzung wunderbar funktioniert hat, war halt im Fall WikiLeaks. Da brauchten Staaten überhaupt nichts machen, denn Visa, Mastercard und PayPal und bestimmte Hosting-Provider haben einfach mal vorsorglich und, und freiwillig Maßnahmen ergriffen und das sogar ohne Gerichtsurteil. Ups. Es gibt eigentlich nur noch einen Punkt dazu, dass wir eben den Zugang zu Daten sichern müssen. Wir haben das vorhin eben schon mal kurz gesagt. Es ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir eben die bestimmte Access Points haben oder eben durch den, wie andere durch den Patriot Act, dass wir einfach auf die Daten auch zugreifen können, die eben private Unternehmen zur Verfügung stellen, seien das jetzt eben Fluggastdaten, Vorratsdaten oder was auch immer für Informationen. Wir müssen da einfach diese Daten halt einfach abgreifen können. Genau. Und jetzt haben wir hier mal noch so einen kleinen, sehr, wirklich sehr kleinen Überblick gemacht darüber, was wir jetzt bisher in der EU erreicht haben. Da gibt es eben verschiedene Maßnahmen, die wir jetzt eben schon angesprochen haben, eben mit der Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten, mit der Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten, die eben beziehungsweise an die USA und Australien übermittelt werden, die Finanzdatenüberwachung mit dem SWIFT-Abkommen mit Amerika, der Zugriff auf biometrische Daten, also vor allen Dingen DNA-Datenbanken, die in letzter Zeit sprunghaft gewachsen sind, oder eben der Prümer Vertrag. Und auf nationaler Ebene eben, wie gesagt, die Videoüberwachung, die Trojaner, nationale Forschung, eben die sehr guten Antiterrorgesetze. Und natürlich ist es auch immer wieder so, dass natürlich irgendwann mal die Bedrohungslage durch den Terrorismus vielleicht sogar abnehmen wird. Wir hatten es dann zwischendurch sogar mal in den letzten Jahren kurz gemerkt, dass die Bedrohungslage abgenommen hat. Da müssen wir dann natürlich neue Bedrohungen schaffen, wie eben, dass Geldwäschegesetze eingeführt werden müssen, weil dann auf einmal festgestellt wird, dass da unheimlich viel Geld gewaschen wird, oder eben Drogenbekämpfung ist auch immer so eine schöne Argumentation, mit der man auf jeden Fall die Leute überzeugen kann, die entsprechenden Gesetze durchzuführen. Ja, wir haben auch ein paar Fehler gemacht, wie das EU-Fluggastdaten-Dings, das ist leider gerade abgelehnt worden, aber
ja, es gibt noch viel zu tun und ich glaube, im Anschluss kommt jetzt Regan, die wird euch genau das Gegenteil von dem erzählen, was wir euch gerade erklärt haben, nämlich, dass es alles ganz böse ist und ja. Dankeschön. Eigentlich ungern. Ich weiß nicht, also wir haben noch 5 Minuten. Gibt's Fragen? Gibt es dann Fragen? Ich meine, macht ihr euch Sorgen, dass unser Staat noch nicht genug über euch weiß? Oder haben, für die beiden, für Alex und Kirsten? Ja. Julius Endert, wo gibt es denn konkrete Auswirkungen zur Anwendung, außer den vielleicht allgemein bekannten, wo die Maßnahmen eingesetzt worden sind? Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ja, ich auch nicht. Ja gut, Gesetze und Tools zu haben ist das eine, wie man sie anwendet und was damit gemacht wird, ist das andere. Also da habt ihr Beispiele noch. Meinst du jetzt zum Beispiel, dass Europol irgendwie eine Datenbank auswertet und wer da jetzt damit genau überwacht wird? Ja, oder? Zum Beispiel, also ja. Konkrete Anwendung. Also eine konkrete Anwendung ist zum Beispiel bei der Videoüberwachung, dass du einfach halt einen ganzen Straßenzug einfach so zur Verfügung stellst zur Überwachung, dass halt Leute halt komplett getrackt werden können. Also da gibt es einfach keine Unterscheidung mehr zwischen verdächtigen oder völlig unverdächtigen Personen. Oder eben bei Vorratsdatenspeicherung, wo du einfach halt alle Leute, die ein Telefon besitzen oder einen Internetzugang haben, einfach... Oder du landest halt, weil es ein blöder Algorithmus so wollte, auf der No-Fly-List und kannst halt nicht mehr fliegen. Ging das jetzt so in die Richtung, ja. Was du gemeint hast, oder? Ja, ist okay. Gerade noch ein Bier getrunken und jetzt? Ja, also danke für den inspirierenden Vortrag. War sehr vollständig, aber die eine Sache habt ihr irgendwie doch nicht erwähnt. Was macht man denn mit diesen lästigen Verfassungsgerichtshöfen oder dem EU-Gerichtshof? Ja, ich glaube, das ist eine relativ simple Sache, die wir machen. Ich denke, du bist ja Österreicher und sprichst jetzt hier auf deine lustige Kampagne gegen die Vorratsdatenspeicherung an. Das ist natürlich ein netter Versuch, aber ich glaube, ich mache mir da keine Sorgen. Also wir haben da eine sehr starke Verbündete mit Cecilia Malmström, die eben einen Evaluierungsprozess eben auch so eröffnet, wie man den zu eröffnen hat. Data Retention is here to stay. Also wir können das natürlich entsprechend anpassen. Also wenn jetzt ein Verfassungsgerichtshof sagt, 2 Jahre sind zu lang oder ein halbes Jahr ist zu lang, ja, dann kürzen wir es halt mal ein bisschen. Und also generell damit, gilt ja. Vielleicht noch, man muss halt überall seine Homies platzieren. Ne? Ja. Aber da mache ich mir jetzt erstmal grundlegend keine Sorgen. Okay, gibt es noch Fragen? Nein? Dann bedanke ich mich bei Kirsten und Alex für den Vortrag. Und